Sebastian Lege, Produktentwickler und Food-Experte, stellt sich einer ziemlich gewagten Challenge. Ich werde die beste Pizza Deutschlands backen. Inspirationen holt sich Sebastian Lege auf Reisen. Bella Napoli, das Epizentrum der guten italienischen Küche. Und stellt schnell fest, die perfekte Pizza, eine Wissenschaft für sich. Ich bin ja wirklich wie so ein Schwamm, ne? Ich saug ja alles auf. Ich muss ja mal schnell ein Foto von dem Teig machen. Die beliebteste deutsche Tiefkühlpizza ist immer noch die Ristorante Salami. Ich habe einiges im Kopf, was mich beschäftigt. Oh, das hat einen Duft, ne? Im Legelab tüftelt Sebastian dann an der Formel für die perfekte Pizza. Ja, auch ein bisschen Stickstoff vorbereitet. Eis ist super wichtig. Warum gebe ich Zucker in meinen Pizzateig? Zum Schluss noch ein bisschen Magic Dust. Ja, so ein Spinner bin ich. Skurrile Methoden, ambitionierte Challenge. Ich habe mir drei Kontrahenten gesucht, die absolut besten ihres Fachs. Im großen Finale backen Sebastian und diese drei Pizza-Experten ihre perfekte Pizza. Fleischwolf, Mozzarella, hier durch. Ich bin gespannt. Und stellen sich dann dem Urteil von 50 Testessern. Die beste Pizza Deutschlands ist für mich schön dünn. Viel Käse und ganz viel Belag. Sie probieren nacheinander alle Pizzen, ohne zu wissen, welche von wem ist. 50 Mal urteilen ist nicht einfach. Hat Sebastian den Mund zu voll genommen oder backt er sie am Ende tatsächlich? Die beste Pizza Deutschlands. Das ist wie ein Körper machen vom Hochhaus ohne Pool.